Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Bastelkiste. Ja, ich will hier in diesem Video eine Solarbatterie bauen für meine PV-Inselanlage. Ja, werde da einiges zeigen. Ich habe ein Gehäuse gebaut, ich habe Isolatoren gedruckt und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Viel Spaß dabei. Ja, als allererstes habe ich mir mal gedacht, ich brauche mir mal ein ordentliches Gehäuse, weil das, was ich so im Internet so gefunden habe, waren immer irgendwelche, ja, Gewindestangen, 4 Stück, die dann mit Brettern irgendwelche Zellen zusammengehalten haben. Das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich mir hier aus Grumnickelstahl hier so ein Gehäuse gebaut und ja, verschweiße das jetzt gleich dann auch. Ja, ich habe jetzt einfach erstmal drauf losgebaut, ohne mir großartig Gedanken zu machen. Ja, beim Bauen habe ich schon gemerkt, dass ich einige Sachen vielleicht hätte ein bisschen anders da machen können, aber das ist ja egal. Ich werde ja noch mehr Batterien bauen, dann werde ich quasi mein Gehäuse immer weiter optimieren. Ja, Plan war auf jeden Fall, so ein Gehäuse erstmal rundherum zu bauen und dann hier mit einer Siebdruckplatte ja, irgendwie zu versehen, wo ich die Zellen dann schon mal draufstellen kann. Und ja, da habe ich mir dann jetzt auch gleich noch ausgesägt und baue die dann auch noch hier in das Gehäuse ein. Ja, ich habe die Siebdruckplatte dann ja, so weit ausgeschnitten, dass quasi die Siebdruckplatte die unteren ja, Metallteile komplett abdeckt, so dass ich da keinen ja, Kontakt oder irgendwas habe, dass da irgendwas hinsichtlich Kurzschluss oder so passieren kann. Das war so, denke ich mal, das Erste, was mir wichtig war. Ja, dann habe ich die Platte eingebaut. Ja, sie passte perfekt. Der Boden ist fertig. Dann habe ich mir gedacht, ich spanne das Ganze oder vielmehr mit so einer Druckplatte und dafür schweiße ich auch jetzt noch hier so Muttern an dem Rahmen fest. Von da aus kann ich dann quasi mit Schrauben auf die Druckplatte einwirken. Ja, hier habe ich jetzt schon die ersten Komponenten meiner Inselanlage schon mal installiert. Und ja, wenn ich jetzt hier so ein bisschen runterschwenke, da sehen wir dann jetzt mein Gehäuse, wo dann auch meine Batterien reinkommen. Das Gehäuse wirkt jetzt hier ein bisschen winzig. Die Kamera verzerrt das ein bisschen. Da passen tatsächlich 16 von diesen Zellen rein. Geplant war eigentlich am Anfang, dass ich das hier wirklich, dass ich 16 Zellen in Reihe hinpacke, aber mit Isolatoren, allem drum und dran, fehlten mir da ein paar Zentimeter, deswegen habe ich mich jetzt hier für so ein Rechteck entschieden, wo ich dann quasi diese 2x8 Akkuzellen rein, ja, bauen werde. Geplant ist so eine Akkukapazität von ja so 40 bis 45 kW im Endausbaustadium und da werde ich wahrscheinlich ja, 2, 3 Stück übereinander stellen müssen. Und einen noch daneben. Muss ich mal gucken, wie ich das noch baue, aber so ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Plan. Und ja, so geht es jetzt Step by Step weiter. Ich mache mir da gar keinen Stress. Das wird alles in Ruhe so langsam, aber sicher weitergebaut. Ja, dann habe ich mir natürlich gedacht, wie ich das Ganze auch sicher mache, so dass ich die ja, Batterie oder die einzelnen Zellen gut schütze vor Kurzschlüssen und Reibung und was weiß ich nicht alles, was es so alles gibt, wo im Internet vorgewarnt wurde. Ja, als erstes habe ich mir hier die Druckplatten gebaut. Die sind jetzt etwas dicker. Die haben hier so eine Wabenstruktur, also innen drin und dann kommt diese Decklage drauf und dann haben die eine sehr hohe Festigkeit. Und ja, da habe ich mir 4 Stück gebaut, extra 2 in einer grünen Farbe, nicht weil ich das cool finde, sondern nur damit man es auf der Kamera ein bisschen besser erkennt, was ich da gemacht habe. Des Weiteren habe ich mir hier so Isolationsplatten gedruckt, 0,8 mm, die ich dann immer ja, zwischen die einzelnen Zellen stecken werde, so dass die dünne Folie, die da vielleicht nur vorhanden ist, ja, sich nicht kaputt treibt oder irgendwo dann ein Kurzschluss generiert wird. So, jede einzelne Zelle habe ich mit so einem gedruckten Isolator von Seite und vom Stoß ja, isoliert. Und so baue ich dann hier meine Batterie zusammen. Ja, die Zellen musste ich nachher nochmal an manchen Stellen drehen um 180 Grad, weil ich einfach beim ja, Filmen nicht richtig geguckt habe. So, hier an der Seite habe ich mir so Plexiglasscheiben zugeschnitten und habe die dann eingeschoben. Die hatte ich noch übrig. Auf der anderen Seite passte das maßlich nicht. Da musste ich irgendwas etwas Dickeres haben. Da habe ich mir dann auch wieder
Platten gedruckt. Da habe ich wieder absolut mal gemerkt, wie wichtig hier so ein 3D-Drucker ist, weil du kannst du dir genau individuell deine Stärken drucken, wie du sie brauchst, weil es passt ja nicht immer hundertprozentig. Ich sage jetzt mal, die Zellen haben vielleicht andere Abmaße und so weiter. Deswegen ist das echt gut. Nun, das sind die angesprochenen Platten. Und ja, so habe ich das Ganze jetzt verspannt. Ich habe dann noch so ein Edelstahlblech vorgepackt, damit ich natürlich mit den Schrauben nicht meine Kunststoffplatten kaputt mache. Und ja, dann habe ich die, wie gesagt, verspannt. Und das habe ich folgendermaßen gemacht, weil ich hatte ja keinen Drehmoment da. Ich habe jetzt einfach mal hier auf meinem Akkuschrauber die Stufe 5 ausgewählt. Und ja, das reicht vollkommen, um dann ideal, denke ich mal, das richtige, gleichmäßige Spann oder die gleichmäßige Spannkraft hinzubekommen. So war jedenfalls mein Plan und ich denke mal, das ist auch ganz in Ordnung so. Das ist jetzt nicht so fest, aber es sind halt wirklich gut verspannt. Nun, dann werde ich jetzt mal hier meine Pole verbinden und dann wollen wir mal schauen, was am Ende hier an der Batterie an Spannung ansteht. Müssten ja so um die 50 Volt rauskommen. So, dann werde ich mal die Spannung messen, mal gucken, was hier ankommt, ob das tatsächlich alles funktioniert hat. Volt, perfekt, sehr schön. Gut, ja. Damit bin ich eigentlich jetzt hier meines ersten Videos hier zu meiner Batterie. Ja, am Ende angekommen, denn ich werde ja noch das BMS und alles Mögliche, den Balancer auch noch anschließen. Ja, und das wird natürlich im Teil 2 meiner Batterie oder meines Batterievideos ja zu sehen sein. Deswegen abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr was wissen wollt, schreibt in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.